Und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands. Letzte Folge sind wir ziemlich gestinkt, die gute Spieler. Ich habe da hinten gestanden, aber ich bin schon mal bis hier gegangen. Wir wollen jetzt Mo und Marley töten. Dafür ist folgendermaßen, alleine sind die zwei also ziemlich sehr hart. Drum ist mein Trick sozusagen, ich will versuchen sie zu trennen, heißt einen hier rüber zu locken. Und dann den hier fertig zu machen. Den haben wir uns im Inventar, ja schön. Der scheiß Gags. Nicht durchschlägt, ihr tut mir nichts. So. Wo ist das mal umale? Oh wei. Oh, auf den Stein gelassen, scheiße. Da kann man noch vergessen, würde ich sagen. Nein! Ja. Ich werde niemand sterben! Ich muss sagen, wir sind noch ein bisschen zu schwach für. Da sind wir noch ein bisschen arschschwach für, würde ich sagen. Das heißt. Machen wir es auf dem Rückweg. Weil da kann ich vergessen. Schwer. Dann muss ich sagen, gehen wir zurück nach eure Battlelands und die Sachen und Zeug abgeben. Komm später nochmal hier hin. Weil ich glaube, da sind wir noch was arschschwach für. Dann machen wir erstmal Selects Safe House, würde ich mal sagen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir das mit einfach machen können. Wir könnten noch einen Todeskreis machen. Alles andere ist auch schwer. Diese Safehouse ist auf 8, aber das geht noch. Und der war Level 13, also das ist halt normal. Von daher habe ich mir da keine großen Gedanken, aber ach halt die Schnauze. Da habe ich das Röhrchen verpasst. Ich wollte eigentlich hier rein. Wir schritten in die Ecke rein. Naja, also wir werden uns erstmal der Herausforderung stellen. Die erste Runde erledigen. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir da durchkommen. Ich hoffe es zumindest. Wo haben wir Ada? Na komm her. Ada. Hey, los, muss deine Karre auf! Ich wollte gerade sagen, muss auch mal Ding sein. So. Wo war das nochmal hier hinten, ne? Hier. Ich will mich spannend mal kriegen. So, hier blöd. Los. Gangster. So. Scheiße, die waren natürlich mal spannend.
werden wir uns mal gucken, aber zuvor wenn wir noch hier unsere Granaten auffüllen. Granate. Sniper-Munition voll. Was anderes noch? Auch gut, SMG könnte man noch voll machen. So. Nein. Jetzt habe ich eine Waffe, Rocket Launcher. Na, lass mal. Waffe ist mir eh alles, von daher. Ah, vielleicht ein gutes Schild. 18 haben wir selber. Brauchen wir nicht. Dann. Dann gehen wir mal hier rein. Was der uns hier erwartet. Von Action hier aus. Aha, schon nicht laufen, aber. Spiel schreibt nochmal. Super. Landwitz, Einsatz. Komm, ja, ich weiß, dass ich einen Punkt zu verteilen habe. So. Ja, ich werde schon mal nichts mit anfangen. So. Wollen wir mal gerade gucken, was nehmen wir jetzt? Aha. Was Blödsinn, ich einmal Blatt winken hier, oder? Komm, wir nehmen Bloody. Bloody Bloodwing. So, ich glaube, auch nochmal Erfahrungspunkte. So, was haben wir eigentlich jetzt? 8 immer noch. So ist der Pacht. So, ich bin auch schwer. Trotzdem 8 ist 8. Und Schnaps ist Schnaps. Komm, 8 hat. Das will ich mal probieren. Und sonst vorher tun wir gerade noch auf. Das hier. Probieren. Kannst ja mal probieren. So. Ich meine, ich muss nicht zu nah ans Tor gehen. Boah, okay. Keine Munition. Dann. Oh, noch. Etwas. Gex. Zwei sogar. Leckdramarsch. Drei. Scheiße. Bloody! Combat Rifle. Nein! Scheiße. Naja. Schade. Naja, egal.
Ah, verflucht. Naja, machen wir ein andermal. Oh, Rammel. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, schon zuschauen oder was? Zuschauertribüne oder was? Scheinbar. Egal, erzähl es nicht. Wir verschwinden. Immerhin, wir haben schon gut Erfahrung bekommen. Dann gehen wir jetzt Richtung Slide Safe House. Oder haben wir irgendwas gefunden? Irgendwas, was man jetzt mal anderweitig machen könnte noch. Hart, hart. Alles hart, ey. Dann gehen wir nochmal zum, nochmal Dings abgeben. So. Und gerade habe ich nochmal unsere Quests abgeben, die wir bis jetzt gemacht haben. Schrift da schon etwas in unserem Level Design. Ja. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht komme ich Level 14, weil ich allerdings nicht glaube. Ja, weil da wird uns bestimmt nicht viel fehlen. Helfen, wollte ich schon sagen. Meine Fresse. Vielleicht schon mal ein paar neue Drops. Man weiß ja nie. Man kann ja nie wissen. So. Ganz schön einsam hier. Ah, nee. Zack. So. Sniper-Reihe 65. So. Zack, zack. Nee, das sieht ich jetzt aber besser. Hier ist zwar die Zwiegelgenauigkeit höher, aber. Auch ruhig mal, wenn mein Schaden nicht so hoch ist. Meine Waffe zieht besser als die der Karte. So, Wohnschredder, war doch mal. Weg. Die Schrotze. Weg. 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 Okay, dann gehen wir mal ins Set Safe raus. Wir schauen mal, da werden wir bestimmt noch die Fahne noch ein Level höher gehen. Ausnahmsweise mal. Allerdings haben wir jetzt die letzte Folge für diese Woche, also brauchen wir eine Aufnahmesession. Das bedeutet, und wir sind eh gleich durch, dann will ich das nicht extra nochmal da beginnen. Denn sonst habe ich nachher das Problem, dass ich die Sachen, die ich jetzt erledige, dann nochmal alles machen darf. Vielleicht einfach keine Blöcke drauf. Was sagt DK denn hier? Was? Oh, hey, was? Warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Ja, war's aber nichts für mich. Tschüss! Naja. Naja, so oben muss man. Klar, fahren noch ein bisschen rum. Wie gesagt, lang haben wir eh nicht mehr. Ich glaube, wir gehen nochmal Bonehead töten. Ich habe nochmal Lust drauf gerade. Einmal bitte Bonehead. Bonehead der Dieb. Ja, viel wird er bestimmt nicht beschreiben, aber naja. Wir werden ja nicht mehr viel können. So. Ja, können wir auf jeden Fall nochmal erfahren ein bisschen. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Was war die kleine Snack denn jetzt schon wieder?
Oh, du hast auch. Geil. Was kann man hier jetzt? So. Zack. Hehe. So, ich muss hier gerade bewegen. Wunderbar. So, da ist er ja. Mr. Claptrap. Schade, da kommt leider schon. Schade. Jump. Wenn man mal schon mal wieder Ruf hat, Erfahrung gewonnen. Und ja, schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier haben wir noch Munition. Komm, wir gehen schon mal dahin. Immerhin. Und dann. Aber den Rest dann da später. Aber was war da hin? Ich hab gerade im Auto schon das ganze Gebiet gehabt. Oder war da, wo wir die Sniper-Waffe gefunden haben? Ah! Ja, müssen wir uns da halt nochmal durchkämpfen. Schade, hab ich das dran gesagt. Verdammte Kacke. Komm. Ich mach da 6 Viecher. Latwin, Attacke! Money. Dann kommen wir gerade um das Gebiet, machen wir mal Feierabend. Machen wir heute ein bisschen kürzer. Okay, Leute, dann wie gesagt, machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Und dann wollte ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet nächstes Mal wieder ein zu Let's Play Borderlands. Bis dahin, ciao!